Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch, wie man 5 Bällen jongliert. Wenn man es kann, sieht das Ganze so aus. So, was müsst ihr können? Ich würde euch empfehlen, erstmal mit 3 Bällen jonglieren zu können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich jetzt das Video hier verlinken. Dann wäre es natürlich von Vorteil, mit 4 Bällen auch jonglieren zu können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich das Video hier verlinken. Und die Vorübung für 5 Bälle ist dann einfach 3 Bälle zu nehmen und die hochzuwerfen, schnell und weiter nach oben. So, tschüss. Und dann auf die Hosentaschen klopfen. Das heißt, hoch, 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 links, rechts klopfen. Und es ist so, wenn ihr mit der rechten Hand als erstes hochwerft, dann links und dann wieder rechts, dann fangt ihr mit der linken Hand an zu klopfen. Das heißt, ihr habt 3 Bälle. Werft den ersten aus der rechten Hand hoch, den zweiten aus der linken, dann wieder den aus der rechten und dann klopft ihr mit der linken Hand einmal hier auf die Hosentasche und mit der rechten Hand dann gleich danach. Das heißt, hoch, 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 links, rechts. Hoch, 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 links, rechts. Hoch, 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 links, rechts. Und das müsst ihr dann üben, bis ihr es gut könnt. Und dann würde ich euch ebenfalls noch empfehlen, dass die Bälle mindestens so hoch fliegen, also schon so ein Stück über eurem Kopf. Weil dann habt ihr einfach mehr Zeit für 5 Bälle. Wenn ihr das gut könnt, dann würde ich sagen, nehmt ihr einfach mal 5 Bälle. Und dann versucht ihr einfach mal, die 5 Bälle alle über Kreuz hochzuwerfen. Einfach mal. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ihr das öfters gemacht habt und die auch nicht mehr nach vorne oder nach hinten fliegen, sondern schon so links, rechts, links, dann könnt ihr auch versuchen, schon wieder alle zu fangen. Und wenn ihr das dann könnt, dass ihr alle fangt danach, dann könnt ihr einfach probieren, gleich weiter zu jonglieren. Das heißt, ihr werft dann immer weiter. Und ansonsten, deine Muster ändert sich nichts, das ist wie bei 3 Bällen, nur dass ihr sie höher werft und schneller hintereinander. Ich werde euch das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe zeigen. Das war's schon wieder von dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare, ich werde sie euch gerne beantworten. Ansonsten sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.